Pflegen. Nee, dort unten. So, langsam bewegen wir uns in Richtung Folge Nummer 1000. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe keinen großartigen Schimmer, was wir denn jetzt machen können in der 1000. Folge. Okay, ich hatte vor, hier heute noch ein paar Treppen drauf zu machen, damit das hier etwas schöner aussieht. Und dann, ja, was wäre denn für die 1000. Folge angemessen? Es muss ja irgendwas Großes sein, ein Spektakel, wenn ich da an Gronkh denke, was der alles tut. Aber ganz ehrlich, irgendwie ist mir das auch so ein bisschen scheißegal, ob da jetzt eine 1000 vor ist oder nicht. Was wichtig ist, wir machen weiter. Denn 1000 ist für uns nur eine Zahl, wie jeder andere auch. Ich meine, Folge 1 war vielleicht was Besonderes, weil es da losging, aber na, der gefällt mir in der Position gar nicht. Wachs mal lieber dort. So. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt noch ein paar Kanten ausglätten. So, so und so. Haben wir Kabel dabei? Jede Menge sogar. Ah, die Spitzhacke, die reicht noch. Ups. Da sollte eigentlich nichts weggehen. So. Das machen wir jetzt hier einfach nur mal fertig, damit es fertig ist. Und danach würde ich sagen, wir gehen mal auf die Suche nach einem hübschen kleinen Pony. Am besten sogar gleich zwei. Wie wir die dann allerdings hierher kriegen, habe ich auch noch nicht so im Kopf. Vor allem, ich weiß noch gar nicht, wie sie wirklich spawnen. Ich habe noch nie ein Pferd in freier Wildbahn gesehen. Aber das Wiki wird mich ja nicht anlügen. Ich habe dazu ja auch ein Tutorial gemacht. Es gibt sie. Und sie tauchen in Schwärmen auf. Also in Herden, sagt man da, glaube ich. Ne, es ist jetzt oder? Zack, zack, zack. Ne, das gefällt mir so nicht. Der muss schon richtig dort dran sein. Dann da. Und da. Und dann sieht das scheiße aus. Zack, zack, zack. Dann hier. Oh. Kaum fange ich an aufzunehmen, kriege ich keine Luft mehr. Das ist toll. Das ist richtig klasse. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ich herausfinde, woran es liegt, gebe ich euch da Bescheid. So, so. Nennt sich dann Doppeltreppe. Wenn irgendwann mal die oberste Schicht morsch ist, kann man die unterste benutzen. So, ah, schön. Ja, das ging doch relativ flott. So, man sieht jetzt auch die Treppe so ein bisschen. Übrigens, heute habe ich mal keinen Energy Drink zu trinken hier, sondern Kaffee. Anders ausgedrückt, kalten Kaffee. Das Ganze nennt sich Fredo Cappuccino und ist von Dolce Gusto und war viel zu teuer für die 8 Tassen, die man daraus machen kann, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Naja. Nicht gerade das Schönste, aber es reicht. So. Folge 1000. Mal gucken, ob wir heute so weit kommen. Es sind noch ungefähr 20 Folgen, die fehlen. Das wären wie viel Stunden? Also eine Folge hat eine Viertelstunde, 4 Folgen eine Stunde. Das heißt, so, das nehmen wir mit. Das behalten wir auch mal hier. 4 Folgen eine Stunde. Das heißt, es sind 5 Stunden.
Plus natürlich die Folge 1000, die wir natürlich wesentlich länger machen, nämlich 16 Minuten. Immer diese... Ach ja, jetzt habe ich da noch diese Dinger da drin. Das lassen wir jetzt erstmal alles mal hier liegen. Wir gucken, dass wir noch ein bisschen Futter kriegen und dann ziehen wir los. Boah. Den Frosch schnell herunterschlucken. Bevor er weiter Ärger machen kann. Das kann hier bleiben. Wir sollten vielleicht dafür sorgen, dass wir Fackeln mitnehmen. Blümchen können wir aber keine Fackeln hier. Haben wir denn Kohle irgendwo? Ich hab doch bestimmt irgendwo da Kohle. Kohle, Stöckchen, Stöckchen, Kohle. Rüstung reicht noch. So. Das ganze übrige Zeug, das lassen wir jetzt erstmal hier. Futter. Na, mit 8 Steaks kommen wir nicht sehr weit. Wir stecken noch Melonen dazu. Das ganze Zeug, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Was wir brauchen, ist Weizen. Weizen brauchen wir. Um Gottes Willen, wir brauchen ein Stack Weizen. Mindestens. Am besten ein halbes Inventar voll Weizen. Denn irgendwie müssen wir die Pferde ja nach Hause bringen. Das wird interessant und spannend. Denn ich habe keine Ahnung, ob sich die Pferde mit teleportieren lassen. Denn ihr wisst ja, unser Schiff, der Teleporter, und wenn die Pferde sich nicht mit teleportieren lassen, haben wir den längsten Ritt vor uns, den man in einem Let's Play je gesehen hat. Und den gleich zweimal. Denn wir brauchen ja immerhin zwei Pferde, damit wir hinterher auch irgendwie breeden können. Denn wer sich mein Tutorial angeguckt... War da irgendwas Grünes? Ach so. Wer sich mein Tutorial angeguckt hat, es gibt 36 verschiedene Pferde. Und zwei davon kann man nur in der Wildnis treffen. Die anderen müssen durch Zucht entstehen. Und wie das genau funktioniert, werden wir im Let's Play testen. So, Weizen. Davon haben wir zum Glück genug. Nehmen wir mal 6 Stacks mit. Nein. 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 Das darf jetzt nicht wahr sein. Ey, jetzt leck mich doch am Arsch. Ich hatte doch... Oder hatte ich ihn da hinten irgendwo gelagert? Das haben wir die letzten Male gemacht. Wir waren doch so oft auf unseren Weizenfeldern. Naja, so oft jetzt auch nicht, aber einmal bestimmt. Ich war mir so sicher, dass wir irgendwo Weizen haben. Naja. Dann müssen wir halt aufs Feld. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir können auch Zucker nehmen. Wir könnten auch Zucker nehmen. Wo haben wir unser großes Zuckerrohrfeld? Da oben. Ist das doch endlich mal für was gut, dass wir Zuckerrohr ernten? Geht zumindest schneller als garstigen Weizen ernten. Ja, da oben wollten wir auch weitermachen. Ich weiß, ich weiß. Und ich hab's nicht vergessen. Ich weiß nicht. Ich möchte nur jetzt eigentlich mal lieber ein Pferd farmen. Huch. Na, wer hat denn die Fackeln da so blöd aufgestellt? Jawohl, ich. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen was. So, jetzt die Frage, die uns wahrscheinlich unser Lebtag beschäftigen wird. Wie zum Teufel macht man daraus Zucker? Okay. Naja, das reicht aber nicht. Ja, ich hatte eh vor, also dass wir... Jetzt haben wir ja dort diese große Fläche quasi um den Deich herum. Und ich spiele wirklich mit den Gedanken, dass wir dort irgendwie Zuckerrohrfelder anlegen. Also richtig große Felder. Denn die hier sind ja eigentlich auch okay. Die sind groß gegenüber das, was wir vorher hatten. Aber für das, was wir jetzt machen, sind die eigentlich schon fast wieder zu klein. Zack.
So, auf der Suche nach dem Gaul und ich hoffe, das wird noch was vor der Folge 1000. Ansonsten machen wir's wie Gronkh. Folge 999.1, 999.2. Und das zögern wir dann endlos raus, bis wir endlich mal einen Pony haben. Und dann reiten wir bei Folge 1000 in den Sonnenuntergang. Nee, mal ganz ehrlich, ich finde das doch bescheuert hier. Folge 990.1. Die Nummerierung dient ja wohl allein dem Erleichtern der Suche nach dem jeweiligen Item. Und so wird das, ich sag mal, nicht gerade erleichtert, sondern eher noch verkompliziert. Weil 999.1 kann man sich ja wohl nicht so leicht merken wie 1001. Wo man sich dann einfach nur, unser Gehirn ist ja da praktisch. Unser Gehirn speichert Zahlen getrennt. Ganze Zahlenfolgen getrennt. Das sehe ich vor allem bei meiner Mutter, bei der ist das besonders ausgeprägt. Selbst Telefonnummern spricht sie im Zweierformat aus. Das heißt, anstatt zum Beispiel 27605, welchen. Ihr wisst nicht, aus welcher Stadt ich komme, das ist gut. würde sie die Zahlen 27, 5, 6. 2, 7, 6, 2, 7, 6, 0. Ah ne, 27, 60, 5. Und genauso ist das auch bei unserem Gehirn. Wenn Zahlen über 1000 kommen, merkt er sich quasi den Tausender. Vielleicht noch den Hunderter dazu. Deshalb reden viele auch von 1100, also 1100. Weil sie sich diese Zweierspeicherung einfacher merken können. Naja, was hatte ich jetzt vor? Da, da, da. Ah, genau, aufbrechen. Da sind wir hier ja fast falsch. Auch nur fast, ist ein Umweg. Aber hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Das ist so grün hier. Ich finde das so schön mit den Möhren und den Kartoffeln hier. Und noch mehr Zuckerrohr. Ja, ich habe schon überlegt, dass wir vielleicht jetzt die Stadt in die Richtung ausbauen und dann dort oben irgendwie, ich weiß nicht, einen Eispalast oder einen Schneepalast draufsetzen, dass dann dort quasi auch nochmal ein Weg ist, wo man hoch oder runter kommt. Ah, unser Leuchtturm. Ey, also ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich finde den toll. Und da ich das gerade sehe, da haben wir nämlich was vergessen. Das haben wir nie fertig gebaut. Da sollten wir uns schämen. Und frag nicht, wie wir uns schämen sollten. Nämlich, wir wollten doch hier das Zuckerrohr eigentlich drumherum wachsen lassen. Aber dann war es, glaube ich, nicht nachgewachsen so schnell. Und wir waren schon wieder halb woanders am Bauen und haben es deshalb vergessen. Was für mich jedenfalls feststeht, da drüben hin werden wir nicht weiterbauen. Vielleicht irgendwie mal einen Turm hinsetzen in der Ferne oder eine Brücke rüber. Aber wir werden in diese Richtung nicht weiterbauen. Wir bleiben jetzt erstmal auf unserem Kontinent. Na komm. Ach, jetzt lande erstmal irgendwo. Ich habe auch schon überlegt, dass wir hier ein zweites Schiffchen hinsetzen und uns dann einen Weg zu unserem Sumpf bauen, dass wir dort auch mal so ein bisschen leichter weiter erkunden können, alles. Ich frage mich sowieso, wann es endlich mal wieder neue Biome gibt. Das wäre mal was Tolles, also im nächsten Update mal so 5, 6 neue Biome. Zum Beispiel, was mir ja so in den Kopf schwebt, das ist ein Friedhofsbiom. Das wäre ja was ganz Feines, wo man, ja, auch tagsüber Monster antrifft, so Grabsteine abbauen kann, Schatztruhen ausbuddeln. Ach übrigens, die Dinger sind jetzt unzerstörbar. Endlich. So, da sind wir. Auf der Insel. Die haben wir auch noch nicht, gar nicht richtig erkundet. Ich wünschte, wir hätten jetzt eine Minimap dabei. Wir schreiben uns zur Vorsicht mal die Koordinaten auf. Denn das könnte ein etwas längerer Ausflug werden. So, habe ich hier einen Zettel? Ja. Das ist die 15. Oh Gott. 1, 4, 3, 6, 8. Die ist eigentlich uninteressant. Und minus 14.